Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Action-Haul für dich, der endlich abgedreht werden muss, weil ich habe hier was zu essen drin, was ich tatsächlich auch dringend brauche. Und das ist etwas groß, diese Kisten. Ja, Sammy, alles cool. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mich doch ein bisschen an der Kasse erschrocken, muss ich immer sagen, weil du packst ja immer wieder Sachen rein, die so easy peasy günstig sind. Gut, das ein oder andere war dann doch ein bisschen hochpreisiger dieses Mal. Und da habe ich 112,82 Euro für bezahlt. Also das ist schon nicht wenig Geld, ne? Aber gut, ich hatte da auch meine Gründe für. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach so von groß zu klein die Sachen. Kriege ich das hier irgendwie mit drauf? Ich weiß nicht. Also zwei Stück habe ich davon halt geholt, ne? Das ist jetzt hier einfach der Deckel davon. Ja, ist halt, weil wir sind am Renovieren und, Entschuldigung, Sammy, wir haben auch schon das ein oder andere gekauft fürs Kinderzimmer und, ja, ne, wir müssen halt auch, also auch Kleidung und so weiter und das wollte ich halt so schön in solchen Kisten drin haben, Spielzeug und so weiter. Sammy, das macht es nicht leichter, dass du hier um mich drum rumschlawinerst. Ich hatte die gleichen Kisten tatsächlich auch gekauft letztes Jahr im Herbst, als ich den Igel hier hingeholt habe, die Irmgard, ne? Und genau, das kann man nämlich super nehmen, wenn man Igel überwintern lässt, weil die sehr, sehr schön groß sind, die Teile. Und wie gesagt, da sind jetzt zwei Dinger drin und das sind halt diese Plastikkästen. 1A Thumbnail hier, ne? Ich sag's euch. Es ist echt krass, also da ja, passt mein ganzes Leben gefühlt rein und da habe ich halt zwei Stück von, da hat man dann auch solche Griffviecher und die sind halt riesengroß, die gibt es ja in verschiedenen Größen. Das hier sind jetzt 145 Liter, wenn ich das richtig sehe, ist ja so über Kopf und auf links, ne? Da kann ich hier nämlich gleich die ganzen Sachen wieder reinpacken, zum Beispiel eine Gießkanne habe ich geholt, aber ich glaube irgendwie, dass dieser Ausgießer ein bisschen schief ist. Ich glaube, der war schon vorher so. Denn hier ist auch was, also unsere Gießkannen, die sind ja immer draußen halt auch, ne? Die hängen dann immer bei unserem IBC-Container. Und dann ist es klar, dass die irgendwann im Laufe der Zeit halt nicht mehr so nice sind. Und eine löste sich halt auch wirklich in Wohlgefallen auf, als ich letztens damit gießen wollte. Ja, so ein Ding hast du halt immer mit dabei. Das ist immer sehr praktisch, denn wir haben aktuell keinen einzigen. Die sind alle irgendwie verschütt gegangen. Und ja, das ist jetzt einfach eine neue Gießkanne. Finde ich klasse. Hat auch nicht, echt nicht viel Geld gekostet, ne? Hier haben wir drin 10 Liter. 10 Liter, genau. 10 Liter. Das passt auf jeden Fall, ne? Kann man sich gönnen. Und sowas, ne, kann man gut bei Action mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Dann habe ich hier was. Das war der Grund, weswegen ich zu Action gefahren bin. Denn meine Freundinnen haben mir das Produkt empfohlen. Das ist jetzt irgendwie 1,50 Euro, 2 Euro teurer geworden als damals, weil die haben das für 25 gekauft und ich für 27 oder so. Das ist eine 1A Babykamera. Die verbindest du mit deinem Handy, hast es dann als App, ne? Und du hast da gestochen scharfe Bilder. Ich habe das selber auch gesehen bei meiner Freundin, die hatte mir das gezeigt. Machst du halt ins Kinderzimmer und später, wenn das Kind halt groß genug ist, kannst du das auch als Überwachungskamera für dein Zuhause nehmen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das so mit Sicherheit aussieht und so, weil da wird man natürlich immer nachgefragt. Keine Ahnung, wirklich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Also Sicherheit im Sinne von das Heck sicher, ne? Also wir werden die auf jeden Fall in Anwendung nehmen. Meine Freundinnen haben die fast alle verwendet und da können sich halt beide Elternteile auch auf diese oder über diese App auf die Kamera halt einloggen und du siehst es, also du kannst die ja auch bewegen, die Kamera. Du kannst mit dem Kind über die Kamera sprechen. Das heißt, wenn man dann irgendwie keine Ahnung, nicht direkt kommen kann, weil man auf dem Pott sitzt oder weil man bei den Nachbarn ist oder irgendwo beim Richtfest oder keine Ahnung, weißt du, ne, sowas halt. Dann kannst du halt eben kurz über die Kamera sagen, alles wird gut, ich komme bald, ne, alles ist cool, weil die Stimme beruhigt dann ja auch ein bisschen. Und ich finde es geil. Also das, was ich gesehen habe, ist wirklich 1A und für ein Apfel und ein Ei im Prinzip, weil die gibt es ja, wenn du die wirklich von teuren Markenherstellern dir holst für 100 Euro oder so. Und da haben meine Freundin mir auch gesagt, nee, nee, brauchst du nicht, nimm das. Die hat halt auch eine richtig krass weite Reichweite, dadurch, dass du es über die App hast, ne, hast du es halt im Prinzip ja von überall. Und ja, wird dann, wie gesagt, in Anwendung kommen. Geht mit hier Apple und geht mit Google Play. Also, ne, das ist halt auch total entspannt. Und ja, Indoor.
auf jeden Fall Indoor verwenden. Also ich finde es geil und wie gesagt, wenn das Baby dann halt irgendwann groß genug ist und man sie halt selber so nicht mehr braucht, dann kann man die als Überwachungskamera verwenden, wofür sie ja eigentlich auch gedacht ist, ne? Und ich finde es gut, wirklich. Ja, bedanke mich bei meinen Freundinnen für den Tipp. Und da wurde ich auch, als ich, Momente hatte ich nämlich, als ich zu Action gefahren bin, euch bei Instagram halt auch kurz gesagt, dass ich deswegen halt auch da war. Und da hatten mir auch ein paar geschrieben, Mensch, welche hast du denn da geholt und so. Und ja, ein paar von euch nachgefragt. Und die gibt es wohl auch schon seit Jahren dort bei Action, ne? Jo, etwas, was wir sehr, sehr gebraucht haben, offensichtlich, denn eine Rolle haben wir schon rausgenommen, ist Klopapier, Pure Soft. Mittlerweile habe ich ein bisschen viel Klopapier im Backup hier, ist aber nicht schlimm, weil Klopapier kannst du immer gut gebrauchen, läuft ja nicht weg. Jo, Economy Pack ist auch ganz nett. Jo, kann man auf jeden Fall wo machen, ne? Dann habe ich mitgenommen, weil es sowieso warm war, als ich dort war, so einen Eisportionierer. Warum eigentlich nicht? Wir haben einen von, der war auch irgendwo bei einer Eispackung mal mit dabei, von Krimbissim oder so, so aus Plastik, aber halt ohne dieses Ding. Ne? Und dann hast du manchmal echt Probleme, diese Kugel da rauszukriegen. Und dann krieg ich die Pimpernellen und dann finde ich das super, dass es hier mit bei ist. Ja. Ja. Wird wahrscheinlich auch nicht 100 Jahre halten, aber schon eine Weile. Hier habe ich auch schon ein bisschen was von verwendet, weil wir letztens einen Salat gegessen haben und das war sehr, sehr lecker, kann ich echt empfehlen. Dress-up-Salat-Dressing, das hier ist das Honig-Senf-Dressing, ne? Da habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen was draus verwendet und mega, mega lecker. Kommt dann halt im Kühlschrank gleich. Und alternativ dazu habe ich hier dieses Caesar-Dressing auch mal mitgenommen. Ne? Weil jetzt ist ja eh Salatsaison und das ist eigentlich ganz geil, wenn man mal so einen grünen Salat hat, einfach ein bisschen Dressing drüber und dann hat man so ein bisschen frischer. Ist auch ganz geil. No. Ja, das ist jetzt witzig, habe ich euch nämlich tatsächlich im letzten Action Haul auch gezeigt. Ja, die kamen schneller in Anwendung, als ich dachte, und zwar auf dem Bau. Das heißt, sie sind nie in der Küche geblieben, meine wunderschönen Messbecher, die ich mir neu gekauft habe. Ist nicht schlimm, jetzt habe ich sie halt wieder, die kosten ja auch nur irgendwie 1-2 Euro, ne? Und ja, habe ich mir jetzt wieder welche gekauft. Die stehen halt alle oben, wir sind ja am Renovieren dementsprechend. Werden auch manche Dinge zweckentfremdet hier. Ich liebe es, durch diese Food-Abteilung bei Action zu stöbern. Die haben da so geile Sachen. Klar, sowas findest du auch in deutschen Supermärkten, aber irgendwie ist es dann doch ein Stückchen bunter. Das ist halt auch so Streudeko, die du nehmen kannst für auf Eis, auf Pudding, auf Torten, Kuchen, bla, alles, ne? Und da gab es verschiedene und das hier fand ich jetzt am ansprechendsten. Da sind 3 verschiedene Sorten drin und ja, also Liebesperlen. Das hier fand ich auch ganz cool. Das sieht total interessant aus, ne? Wie so Kristalle. Und dann hier noch so Sternchen und so ein Kram. Ja, ist halt Zuckerdekor, was willst du sagen? Finde ich geil. Das hier habe ich mitgenommen, schon mal prophylaktisch, weil wir haben letztens Hotdogs gemacht und hatten keine Röstzwiebeln und das war nicht furchtbar. Ich brauche Röstzwiebeln zu Hotdogs oder generell, wenn wir auch Burger machen oder so, ne? Muss sein, ja. Und die gibt es halt da auch. Das ist jetzt auch nicht super teuer gewesen. Ready for use in all kinds of dishes. Ja, kannst du überall. Also keine Pizza. Hm. Okay, ja gut. 275 Gramm sind halt Röstzwiebeln. Was willst du da groß zu sagen? Sind voll lecker. Jo. Zwischenzeitlich auch ein bisschen was für den Haushalt. Also Schwämme habe ich mitgenommen. Da wollte ich jetzt bewusst keine super teuren mitnehmen, weil die halt auch hauptsächlich bei uns auf der Baustelle landen, ne? Wenn du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Putzarbeiten, also Verputzungsarbeiten machst oder so, oder wenn du am Spachteln bist oder wenn du, keine Ahnung, mal eben kurz was sauber machst, dann nimmst du halt auch so ein Schwämmchen und dann nimmst du lieber so ein richtig günstiges Schwämmchen als so ein hochteures Blitzi-Flitzi-Gedönsen, ne? Weil das dann meistens direkt danach auch schon in eine Tonne kommt und ja, deswegen habe ich mal so 10 günstige Schwämmchen mitgenommen. Doch, das Licht ist noch nicht, doch das wäre da hinten aus. Hier ist auch schon das ein oder andere in Verwendung gekommen, und zwar Snickers, Leute, ich liebe es. Ne, brauche ich zurzeit, da sind 10 Stück drin. Zurzeit muss ich so viel essen und trinken, das ist echt der Wahnsinn. Und so sieht Zitrönchen aus, ne, also man sieht ein kleines bisschen. Ich denke tatsächlich auch immer an meine Männer, also an Sammy und an meinen Freund, wenn ich zu Action oder sonst irgendwo hinfahre und bringe denen auch gerne mal was mit. Und mein Freund hatte tatsächlich schon direkt durch diese durchsichtige Kiste gesehen, dass ich ihm Beefies mitgebracht habe und er hat sich sehr gefreut. Und ne, wenn ich damit meinen Freund glücklich machen kann, dann lieben gerne. Ich weiß, er mag diese Salami-Würstchen sehr gerne. Ich darf sie halt aktuell nicht essen, sonst würde ich die auch mögen. Er holt sich halt öfters mal solche Würstchen. Das Problem ist, dass die dann meistens
in so einer offenen Packung, diese kleinen Würstchenviecher, ne, diese Mini-Cabanossis, in einer kleinen offenen Packung im Kühlschrank stehen. Per se nicht schlimm. Jetzt aktuell, wenn ich das rieche, kommt mir aber alles hoch. Deswegen ist das nicht nur nett gedacht, mitgebracht, sondern auch mitgedacht, mitgebracht, also quasi selbstschutzmäßig. Ich bin so schlau. Ja. Hier habe ich mir auch schon einen von gegönnt. Kit Kat Chunky White Chocolate. Ich glaube sogar schon auf dem Rückweg von Action nach Hause. Sehr, sehr geil. Ich mag gerne weiße Schokolade. Ist voll mein Ding. Die mögen wir beide ganz gerne. Rotolino Milk Cream Filling. Das sind, also da gibt es ja verschiedene solche Törtchen, ne, bei Action zu kaufen. Ich finde die mit am geilsten. Finde ich sehr, sehr lecker. Sammy kommt auch schon an, weil ich habe hier natürlich auch was für ihn liegen. Es ist aber ein Spielzeug. Dann habe ich hier noch Soft Nougat geholt. Nougat mag mein Freund eigentlich richtig gerne, aber die nicht so. Also die wird er mir safe nicht wegessen. Die sind dann eher was für mich. Ich mag die sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Und ja, gerade wenn ich so am Videoschneiden bin oder so, stelle ich mir das hin und kann das dann immer so ein bisschen wegsnacken. Mag ich gerne. Noch was für meinen Freund habe ich mitgenommen, weil der gerne so, wie heißen diese Rice, Sunrise, sind diese günstigen davon. Nippon ist das Original davon. Habe ich Nippons mitgenommen? Nee, nicht von Action. Auf jeden Fall gibt es sowas auch als Riegel. Crunch von Nestle ist das ein Snack. Da sind 3 Stück drin. Ich habe mir gedacht, der freut sich da vielleicht drüber. Dürfte so ein Zwischending zwischen Nippon und, ich glaube, Kit Kat oder so sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Kriegt er, freut er sich. Und für mal eben zwischendurch habe ich halt auch solche Eierwaffeln mitgenommen. Wobei ich finde, dass die relativ teuer bei Action sind. Kannst du eigentlich besser im Aldi kaufen, ne? Ja, jetzt sitzt der kleine Mr. Wow hier schon. Dann soll er natürlich sein Spieli auch kriegen. Und zwar habe ich hier so ein Spiel, das Spiel mit dem Krokodil. Ein Krokodil mitgenommen. Dürfte ein Krokodil sein, ne? Ist grün, hat hier so Zähne. Das sieht so aus. Hat hier so einen Squeaker drin. Das kann ich natürlich hier auch so abmachen. Und das fühlt sich halt echt schön an, ne? Also Sammy wird sich auf jeden Fall drüber freuen dürfen. Und aktuell hat er auch kein Drinnenspielzeug, weil er seine ganzen Drinnenspielzeuge nach draußen geschlürt hat. Dementsprechend ist es natürlich vollkommen in Ordnung, wenn er das jetzt kriegt. Er schnüffelt schon dran. Und ich weiß, dass das immer sehr, sehr schnell kaputt sein wird. Aber gut. Scheint auch irgendwie recyceltes Polyester oder so zu sein. Stand da jedenfalls drauf. Und ja, irgendwo ist der Squeaker. Achtung, Achtung. Wow, der ist laut und groß. Geil. Möchtest du den haben? Komm mal immer zur Seite. Zack. Ach, wie schnell man den Kleinen mal glücklich machen kann. So. Freust du dich? Das nennt man übrigens Reverse Sneeze. Das, also rückwärts niesen, das machen Hunde manchmal, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Ne? Ist nicht schlimm, wenn die das irgendwann selber regulieren können, indem die dann mit der Zunge die Nase ablecken, dann ne, kriegen die selber sich dazu, damit aufzuhören. Wenn die nicht damit aufhören können, hilft es zum einen, dass man hier die Nase streichelt, zum anderen, dass man die Nase leicht sanft, wirklich sanft massiert oder die Nasenspitze kitzeln, wirklich mit dem Finger so ein bisschen, dass die niesen müssen oder halt sich dann selber mit der Zunge über die Nasenspitze gehen. Ne? Das sind nur so kleine Tipps, falls euch das interessiert. Ja. Monsieur ist jetzt auf jeden Fall glücklich und dieses Rückwärtsniesen zeigt eigentlich immer enorme Freude von den Hunden. So, das nur so als kleiner Hundeexkurs zwischendrin. Falls ihr mehr Hundeexkurse haben möchtet, jedenfalls Hundeexkurse, die ich mir dann ausgedacht habe, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen, dann schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei, da habe ich ein Büchlein geschrieben, Sammy endlich ankommen und ja, da könnt ihr dann vielleicht so ein bisschen in Sammys fiktive Vergangenheit hineinschnuppern, wenn ihr möchtet. So, dann habe ich noch ein paar weitere Sachen. Und zwar habe ich, ja, mein Freund hat mir auch als Aufgabe mitgegeben, dass wir einen neuen Küchenfreund bzw. ja, Pfannenwender, heißt das ja eigentlich, ne, brauchen. Leute, ich habe im Action gesucht und keinen einzelnen Pfannenwender gefunden. Ja, weil mein Freund hat in der Zeit, wo ich auf Korfu war, 2 Pfannenwender zerstört. Das ist einfach ein Tier, der Mann. Ich habe nur das hier gefunden und das ist ein 4-teiliges Set, wo Sachen drin sind. Ich weiß nur nicht, was die 4 Teile sein sollen. Da müssen wir gleich mal gucken. Achso, das steht hier an der Seite drauf. Also quasi so ein Löffel, dann so eine Schöpfkelle haben wir hier mit drin. Das ist der Pfannenwender und das hier ist dann halt eine... Das ist eine Schöpfkelle. Das hier ist eher so eine löchrige Schöpfkelle. Ja, ist eigentlich ganz cool. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist. Das habe ich natürlich nicht schauen und fühlen können, als ich im Action war. Das können wir jetzt natürlich einmal kurz machen.
Weil wenn du natürlich so mit Pfannen kochst, kannst du ja auch nicht jedes Material verwenden eigentlich. Ne? Da können wir zum Beispiel auch keine Edelstahlviecher nehmen. Aber wir gucken mal. So, ich ziehe jetzt mal an irgendwas. Die sind natürlich hier 1A alle noch verpackt drin, was eigentlich gut ist. Ach, guck mal. Habe ich hier auch direkt unseren Pfannenwender. Ja, das ist eigentlich Metall, ne? Das heißt, das können wir jetzt nicht in der Pfanne nehmen. Aber ich glaube, für die Pfanne müssten wir noch einen haben. Eigentlich schon. Wenn er den nicht schon zerbrochen hat, den können wir dann für den Topf nehmen, ne? Jo, haben wir einen Pfannenwender. Ist doch schön. Kann man sich nicht beschweren. So, kommt hier mal wieder rein. Keine Sorge, Sammy, Frauchen eskaliert mal ein bisschen. In der Beauty-Abteilung habe ich natürlich auch noch ein bisschen vorbeigeschaut. Nicht nur, weil ich generell neugierig bin, sondern weil ich halt auch das ein oder andere haben wollte. Also schon mit Gedanken, ne? Also einmal habe ich hier, das ist eigentlich eher dies, das, Ananas, ich musste einfach lachen. Fab Factory, die machen ja auch so Schminke, ne? You Are One Pineapple. Ja, das ist halt einfach eine Ananas, Leute. Mit einer Sonnenbrille auf. Muss ich da viel zu sagen? Es ist einfach witzig. Hey there, Pineapple. Nee, Pineapple heißt das. Hey there, Pineapple. Okay. Ne? Da haben wir halt so Töne drin. Kann ich ja mal schminken und euch dann vielleicht auf Instagram meinen Look zu zeigen. Fand ich eigentlich ganz süß, weil es eigentlich eine recht neutrale Palette ist, ne? Aber halt dieses Gelb mag ich gerne, dieses Orange. Und das halt, das schreit für mich jetzt schon direkt Sommer 2022, weil ich das einfach voll geil gerne trage, sowas, ne? Ansonsten halt super schöne neutrale Töne dabei, Schimmertöne dabei. Kann man nichts falsch machen. Und die hat auch nicht viel gekostet. Dann habe ich auch noch, oh ja, bei den Masken vorbeigeschaut. Und da habe ich mir super intensiv die Inhaltsstoffe hinten drauf durchgelesen. Und es war halt viel mit PEGs dabei. Es war viel mit Salicylsäure dabei, viel mit Retinol. Das sind natürlich Inhaltsstoffe, die ich jetzt aktuell nicht verwende in der Schwangerschaft, ne? Aber ja, drei habe ich gefunden, die ich verwenden kann. Das ist einmal die Face Sheet Mask mit Kamillenextrakt. Kamille ist auch sehr schön beruhigend und soll halt auch feuchtigkeitsspendend sein. Die habe ich mir einmal mitgenommen. Dann habe ich mir die The Mask Doctor mitgenommen. Die sind tatsächlich auch safe für mich, ne? Face Sheet Mask mit Kollagen, Firming and Plumping, also glättend und aufplumpend. Und kann ich auf jeden Fall auch ganz gut gebrauchen. Und die soll ja auch richtig geil sein, die Niacinamid-Maske Brightening and Glowing. Das ist diese hier, habe ich mir auch einmal mitgenommen. Ja, ich musste halt jetzt einfach ein bisschen drauf achten. So, und weil mein YouTube-Zimmer dann demnächst auch hochzieht, also mein ganzes Schminkzimmer, habe ich mich jetzt auch schon mal umgeschaut nach gegebenenfalls neuen Einlagen und so. Vielleicht wird das alles ein bisschen sich auch anders organisieren hier. Monsieur rastet hart aus. Du hast schon das erste rausgekriegt. Das ging aber schnell. Also das muss man wirklich sagen, spricht nicht unbedingt für die Qualität, ne? Das war dann wohl das letzte Mal, dass ich dieses Ding gekauft habe. Ja, okay, da habe ich zwei Stück von gekauft, von diesen Clear Organizern. Die sind ja auch relativ günstig bei Action, ne? Könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, das dürfte dann ja quasi für eine Schublade in dieser Alex-Kommode ganz gut reichen. Ja, wie gesagt, da habe ich zwei Stück von mitgenommen. Tada! Und dann habe ich was mitgenommen, was jetzt nicht für die Alex-Kommode gedacht ist, sondern für den Schreibtisch, an dem ich gerade sitze. Also da habe ich auch eine Schublade mit bei. Den habe ich mal gekauft bei, ja, weiß ich gerade nicht. Irgendwie so ein, ich will gerade Home24 sagen, aber das stimmt nicht. Also so ein Shop, wo ich auch schon öfters mal so kleine Möbel bestellt habe. Mag ich eigentlich ganz gerne leiden, habe den Namen vergessen, ist ein merkwürdiger Name. Habe ich euch eingeblendet, bestimmt. Und da habe ich halt so eine Besteckschublade, die ich da gerne halt reinsetzen möchte. Und habe mir gedacht, das könnte wohl funktionieren. Und als ich das eben so angehalten habe, das könnte wirklich wohl funktionieren. Und das kannst du dann halt hier in der Breite etwas weiter ausziehen, ne? Kannst du auch gut sauber machen, weil es halt Plastik ist. Das hat mir gut gefallen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt hier auch mein Action-Haul, ne? Also ist halt wieder so kunterbunt gemischt, wie das immer ist, wenn man zu Action fährt. Du gehst da ja nicht hin und kaufst dir nur Beauty- oder nur Food-Sachen. Nee, du gehst ja durch die anderen Gänge auch weiter durch und dann noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Mich wundert gerade nur ein bisschen, dass ich gar keine Deko mitgenommen habe. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch aktuell nicht so die Ultra-Deko-Zeit. Wenn es Richtung Weihnachten geht, dann bin ich da etwas eskalativer unterwegs.
Ja, und das war es jetzt hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!